Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gothic 2. Jo, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ich will Angers Amulett finden, irgendwo im Süden. Wo kann das sein im Süden? Weiß auch nicht mehr, was er mir gesagt hat. Angers Amulett. Da beim Orkfriedhof vielleicht. Wobei den Ork-Goblins meine ich. Aber da war ich doch schon, da habe ich kein Amulett gefunden. Zur Burg. Ich weiß halt echt nicht, wo dieser scheiß Ding sein soll. Das ist ein scheiß Amulett. Irgendwo im Süden, das ist halt keine Aussage, gescheite. Mit der ich was anfangen könnte. Das mache ich später. Muss ich nach Westen? Was haben wir hier? Tote Blutflieger aus dem Stachel, ja. Da oben sind die Feuerwarane. Das kann ich die ja mal töten, weil davor waren die zu stark.
Jawohl, komm alleine her. Ja, Mann. Eine Steintafel. Eine Sichel. Hier ist einfach alles tot. Schönes Ding. Jetzt noch den Ork-Schaman schnell um. Hauen. Das Urshak, Alter. Ah, fuck, Urshak ist doch mein Kumpel. Urshak kenne ich doch aus Gothic 1. Aus Gothic 1. Krotok, ja bald! Warte, ich dich wiedererkennen. Du Freund Mensch, mit weicher Stimme. Freund töten bösen Dämon Krushak! Du hast einen merkwürdigen Zeitpunkt ausgesucht, mir über den Weg zu laufen. Fast hätte ich dich getötet. Was machst du hier? Urshak schauen über Land und sehen, was aus Land und mein Volk geworden. Warum greifen die Orks die Menschen an? Urshak immer sagen zu Volk der Orks, dass Menschen nicht böse und geben viele gute Freunde dort. Aber Schamanen nicht hören auf Urshak. Urshak immer noch in Ungnade bei meinem Volk. So Urshak auch nicht genau wissen, was ist großer Plan von Krieg gegen Menschen. Warum seid ihr auf einmal so viele? Orks kommen aus Bergen. Andere aber kamen mit Schiff und machten großen Zaun. Was verbirgt sich hinter dem langen Ork-Zaun im Osten? Orks immer errichten großen Zaun und Heimatlager für Krieg. Zaun gut für Krieg. Verbergen Stärke von Ork-Armee und dienen als Schutz. Was hast du jetzt vor? Urshak warten auf Orks Spätrupp. Zu bringen Urshak zu Hoshpak. Wer ist Hoshpak? Sein sehr großer Schamane. Haben großen Einfluss auf Krieger und machen große Pläne für Orks. Warum gehst du nicht zu ihm? Urshak immer wieder versuchen zu bekommen, wieder Würde und alten Platz im Rat der Schamane. Aber bis heute Hoshpak nicht erhören Urshak. Orks töten Urshak, wenn sehen ohne Spätrum. Urshak müssen sprechen mit Hoshpak. Vielleicht haben Glück heute. Ich glaube nicht. Wo finde ich diesen Hoshpak? Haben Aussichtsplatz über Burg bei großen Vulkan. So Hoshpak kann kontrollieren Ork-Krieger. Hoshpak ist tot. Hoshpak tot? Du so. Mein Herz tragen schwere Last. Urshak niemals vergessen großen Ork. Gegeben Urshak Würde von Schaman. Ich verstehe. Hoshpak war dein Mentor. Urshak muss nun tragen Bürde der Trauer. Und bringen Hoshpak letzte Ehre. Urshak müssen gehen. Freund, besser gehen über Pass. Hier zu gefährlich. Urshak traurig, wenn Freund Mensch auch sterben. Freund, besser gehen jetzt über Pass.
Warte mal. Ach, fuck, jetzt hängt's wieder. Freund, besser gehen jetzt über. Kann nicht gehen, Kollege. Das geht nicht so einfach. Habe ich den erstmal umgenatzt. Wo läuft denn der jetzt? Habe ich auf sein Mentor umgehauen. Oh Mann. So, mal schauen, wo bin ich? Wo gehe ich gerade dahin? Das ist der Sumpf. Da brauchen wir nicht hingehen. Ah doch, ich könnte da runter gehen schnell. Speichere ich mal genau hier. Und dann gehe ich mal in den Sumpf. Schau mal, ob ich den Drachen looten könnte. Wenn nicht, dann... Oh, fuck. Ich sterbe wahrscheinlich, wenn ich da runter gehe, oder? Ja. Ich hab doch meine Rüstung. Scheiß auf den. Komisches Sumpfdrachen da. Und da fehlen mir genau die Schuppen von den Sumpfdrachen. Hin sind doch die ganzen Zombies, Skeletten. Da, wo Diego mit mir hingehen wollte. Räuchern wir das mal aus. Oh, fuck, das können wir. Drachensnapper. Bogenschütze, jo. Wieder Level up. 41 schon. Boah, leck, ein Troll. Yeah, ein Troll. Da ist nichts zu holen. Wieso war da kein Trollfell?
Dich habe ich genau gehört, Kollege. Genau dich habe ich gehört. Zwei Lager, die nehme ich noch mit. Die nehmen wir doch noch easy mit. Was haben wir hier schönes? Nicht, da ist Lunder. Nicht so, schade. Noch ein Lager nehme ich auch mit. Wenn hier nicht das Amulett ist, dann weiß ich auch nicht. Geiler Scheiß. Jetzt hast du ein Amulett gesagt, was ist das für eins? Angas magisches Amulett. Ah! Wir haben's. Ich hab's hab mir schon gedacht, wenn es nicht hier ist, dann kann es ja nirgendwo mehr sein. Können wir gleich noch beten, wenn wir schon da sind. Schönes Ding, schönes Ding. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Kommt her, Jungs. Was ist das da? Nein! Lol. Ich kriege meine Gier nicht weg, Penner. Ich sprich damit nicht an.
Der mich jetzt verflucht hätte, Alter. Das hätte mir gestunken jetzt. Was hat denn der für eine Runde gehabt? Angst oder was? Eisfeil. Werde ich leider nie benutzen können. Da ist er. Ich habe dein Amulett gefunden. Danke. Ich dachte schon, ich würde es nie wiedersehen. Was hast du nun vor? Nichts wie raus aus diesem verfluchten Tal. Vielleicht sehen wir uns noch mal wieder. Leb wohl. Warte mal. Okay. Nein! Nein, Anga! Tu's nicht, oh du blöder Penner. Das war's mit dir, du Mistvieh! Da ist noch einer. Hat noch zweimal geschlagen, bevor er gestorben ist, der Penner. Alles nochmal zwei, okay. Nichts zu plündern. Angas Amulett. Ich habe es gefunden, was da oben ist. Stein. Das ist eine Höhle. Da verliert sich hier so nichts. Da ist hier so ein Strich und ab da fängt an Schnee zu sein quasi. Ja, ein paar Drachensnapper. Ein paar Drachensnapper, die nehme ich doch gern mit. Geschenkten EP nehme ich doch mit. Oh, ich Idiot. Kann ich mich noch schlagen lassen von dem? Schauen wir mal, vielleicht ist hier irgendwo ein Bett. Ah, ja, ja. Ein Bett wäre ganz fein, ein Bett wäre ganz fein. Steintafel. Eichenbogen. Schönes Ding. Schönes Ding. Oh, zwei Eisgolems. Toter Drachenjäger. Oh, ein Troll.
Scroll nehme ich da auch noch mit. Vielleicht nur da unten in die Höhle. Da ist doch eine Höhle und ich hoffe, da drin ist ein Bett. Da waren Banditen. Da ist nichts zu holen. Hier ist schon mal nichts. War das eine Falle oder was? Sein Gerät hat mich mehr erschreckt. War es der Anführer der Goblins oder war es deine Ork? Hat sie die Spitze der Nahrungskette gekämpft. Okay. Wie gesagt, hier drin, hier drin, hier drin. Jawohl! Wie viel Uhr haben wir? 14 Uhr. Das heißt, wir schlafen bis Abend. Schauen wir mal, ob hier noch was ist. Ich habe zwei Trolle gefunden, das macht mich voll glücklich. Bulko. Bulko, war der Gauner. Es wäre einfach sein Geldbeutel zu klauen. Nehmen wir den doch mal. Was ist los? Verdammt kalt hier, Mann. Ich verstehe nicht, wieso Silvio ausgerechnet hierher wollte. Es gibt doch genug andere Gegenden hier, wo es was zu holen gibt. Jetzt brat mir doch einen Storch. Auch auf der Suche nach Profit, was? Ich wusste es doch. Doch eine Söldnerseele. Hör zu, wenn du meinst, dass du hier absahnen kannst, dann bist du schief gewickelt. Ich war zuerst hier. Schon klar. Wer gibt schon gerne seine Beute her? Du sagst es. Verschwinde. Und wenn ich nicht gehe? Jetzt spiel ja nicht den starken Mann, du Würstchen, sonst geht es dir wie den armen Schweinen, die da hinten tot im Schnee liegen. Das waren deine Leute? Jetzt nicht mehr. Ist kein großer Verlust. Die Idioten haben sowieso nichts getaugt. Was ist mit ihnen passiert? Sie haben es nicht geschafft, an den dicken Eisriesen da hinten vorbeizukommen und sind von ihnen überrannt worden. Wenn du so ein harter Bursche bist, warum versuchst du es nicht mal? Warum räumst du sie nicht selbst weg? Komm, komm, jetzt blass dich mal nicht so auf. Wenn du mich fragst, hast du die Hosen gestrichen, Pfeu. Was springt für mich dabei raus? Weiß nicht. Sagen wir 1000 Goldmünzen. Ist das nichts? Na gut, warum nicht? Na gut, warum nicht? Dann beeil dich. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Okay. Der Weg ist frei. Deine Eisriesen sind nicht mehr. Gute Arbeit. Dann lass doch mal sehen, was wir da haben. Moment. Was ist mit dem Geld? Alles zu seiner Zeit. Da freut er sich schon mal wieder, rennt. So, ich würde sagen, wir beenden mal hier die Folge. Und in der nächsten Folge töten wir den Eisdrachen. Und schauen, was wir noch so tun können.
Wenn dir die Folge gefallen hat, lass mir doch ein Like und ein Abo da und schalte in der nächsten Folge ein. Bis dahin, ciao.